Also Leute, let's go. Startermüll ist auch direkt da. 33 Grad, aufpassen also. Green flag, green flag. Könnte rutschig werden. Car on. Clear on the right. Ach, komm Car schon. On. Still there, hold your wirklich? Clear. Ja, Auto ist am Arsch. Stay on the left. Clear. Right side. Clear. Stay on the left. Keep to the left. You got a slow car on the left. Clear. Evan hat sich gedreht. You're in fifth. Könnte jetzt auch Dritter sein. Aufhängung ist doch nicht so hinüber, wie ich dachte. Wirkte so. Left side. Clear. Left side. Keep to the right. Still there.
clear. Car on your left. Keep to the right. Stay on the right. Clear. Go left. Go left. Wurde da gerade einer von dem Überrundeten abgeschossen oder was? Go left. Wow. Wäre dezent nett, wenn Muster, was auch immer, mich vorbeilassen könnte. Danke. Mustafa. Habe ich mir gedacht, aber vielleicht hieß er anders. Car on the left. Etwas im 35 Niedrigbereich. Wir haben ja schon zum Beispiel im letzten Rennen gesehen, selbst wenn du mit guter Pace Pech hast am Anfang, kannst du dich trotzdem gut zurückkämpfen. Insofern weiterfighten. Ja, wird eine 34,7 jetzt. 34,8, 34,7, 34,8. Damit der zweit-, drittschnellste. Drittschnellste wahrscheinlich. Vielen Dank, Fest. Heißt nicht auch auf YouTube so? Ich meine, mich an einen Kommentar von dir zu erinnern. Und unter dem Twitch-Video haben wir miteinander kurz geschnackt. Ah, okay. Okay. Nice. Us. Gibt es sowas wie das Safety Car? Ja, bei NASCAR, glaube ich. Bei anderen Serien glaube ich nicht. So, 34,8 wieder. Damit 6 Zehntel schneller, eine Sekunde schneller.
1,3 Sekunden schneller als die Dudes vor mir. Das ist schon gefährlich, wenn er sagt, du got a slow car on the right und dann ist er doch links. Ach, das war sogar der Miguel Karma. Er hat mich beim Start abgeschossen. Ich formuliere es mal neutraler. Wir sind beim Start kollidiert. Guck's mir gleich mal an. Boah! Eieiei! Ja, trotz eigenen Fehlers und Pech könnte das trotzdem wieder aufs Podium gehen. Und damit wäre ich sogar in Sachen Rating ziemlich weit vorne. Im Kampf um die 2000. You're back in fifth. Hier bei dem Mimi-Bild, da werde ich dich nicht identifizieren können anhand dessen, aber beim Dings-Video erinnere ich mich dran. Beim Twitch-Video. Ja, beim Mimi-Video, Bild, Post, wie auch immer. Das ist halt so unfassbar viel gewesen. Da kann ich halt sehr wenig zuordnen. Die Runde ist noch nicht so gut. Wird's auch wahrscheinlich nicht. Also, ja. Du musst ja eh sagen, dass ich die Zeit so vor 10 Tagen, glaube ich, relativ krass verdrängt habe. Ich bin sogar zweitschnellster aktuell im Feld, krass. Was mir selbst so ein bisschen Angst macht, aber scheinbar hat mein Hirn dem einen krassen Riegel vorgeschoben. Eigentlich einfach nur Selbstschutz, um besser klarzukommen im Alltag. Mich aber 33 Grad deutlich wohler als zuvor. Der Luis Silva war gerade sehr schnell unterwegs. Wenn er keinen Fehler macht, brauche ich davon P2 nicht zu träumen. Aber P3 oder P4 sind auf jeden Fall drin. Auf geht's, ab aufs Podium. Clear on the left.
wenn es schon ein Formel-1-Auto tragen kann in Mexiko, dann schafft das kanadische Podium auch mich. Ja, das kommt immer so ein bisschen auf die Fahrer an und ich glaube auch ein bisschen auf die Situation immer. In just dieser Situation ist der Christoph Kaiser halt, egal ob er auf 4 oder 5 ins Ziel kommt, im I-Rating Plus. Noch dazu ist es ein R-Rating-Fahrer, was nicht unbedingt was heißen muss, aber er hat halt das A3,5-Rating, das ist halt schon relativ gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er halt gesehen hat, dass ich relativ zügig näher kam und sich gedacht hat, hey, das ergibt jetzt wenig Sinn, hier zu fighten. Also bei den beiden, ich glaube, Paulo Silva war es und der Miguel Villalobos, da bin ich ja auch auf der Geraden einmal kurz auf die Bremse gegangen, weil ich Angst hatte, dass ich da sonst gekillt werde. Klar, das war eine besondere Situation mit 3 Wide, aber gegen die hätte ich zum Beispiel nicht so gefightet. 53 im Plus, damit hätten wir tatsächlich 2000 voll. Okay, der nächste Typ, der überrundet wird, der Dan. Da muss man bei dem nicht Bescheid geben, der lässt einen direkt vorbei. Christoph hat sich ja auch schon bei dem bedankt. Auf geht's. Soll ich Xin oder Pest sagen? Schmeiß es ein. Oder, ja gut. Starte es. Oh Gott, was Spiele einschmeißen. Ja, die Pace ist aber schon nicht schlecht, die ich dem Renault zeigen kann. Bei unter 2000 Rating war da bis jetzt, glaube ich, keiner schneller. Wenn man bei über 2000 guckt, dann ist Luis Silva on par mit mir. Auf Augenhöhe und ansonsten sind alle, die schneller sind, bei über 3000 Rating gewesen. Alle drei hinter mir, also die nächsten drei, die haben alle 2300 Rating, sind trotzdem hinter mir. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Formel Renault 2 fahren. Okay, sag wie du willst. Dann switch ich wahrscheinlich immer wieder mal durch. Dan gibt mir auf jeden Fall schon mal Windschatten. Merci, Monsieur. Left side. Clear on the left. Hübscher Skin. Schöner BMW Williams. Sahen sie bis 2005 aus.
Was ich halt krass finde, ist, dass BMW eigentlich fast jeglicher Hinsicht sein Motorsport-Engagement gekündigt hat. Also in LMP fahren sie eh nicht mit, bei Rallye auch nicht, bei Formel 1 nicht. Was sie haben, das geht glaube ich ein bisschen schneller, sind GT3 und GT4 Autos und DTM. Finde ich halt sehr schade. Also GTE hatten sie jetzt für 2-3 Jahre. Ach, und Formel E, stimmt. Okay, ja gut, in Formel E sind sie jetzt eingestiegen. Aber sonst, haben sie da was? Nee, ne? Nicht krass. Sparen sie halt ordentlich Kohle mit. Der Typ vor mir war dann 34,9. Hoffentlich hält diese neu aufgeflammte Pace nicht an. Und moin, Centex. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich bei 7400 schalte, also wirklich perfekt schalte, bringt das ein paar Hundertstel. Da hat wohl einer aus der World of Champions geknutscht. Lewis macht große Fehler. Und vielen Dank, Centex. Ist jetzt vom Gifted Sub auf einen Stufe 1 Sub gegangen. Merci, mein Lieber. Warum auch immer es dafür keine Benachrichtigung gibt. Ding ist ja, wenn es an mir liegen würde, also wenn ich keinen Alert eingerichtet hätte, dann würde es wenigstens bei mir als Info kommen, aber irgendwie gibt es da allgemein keinen Alert für. Aber trotzdem, mein Dank ist dein. Louis Silver kommt jetzt wieder ein bisschen auf Pace. Sind es vielleicht sogar Geschwister, die beiden? Ah,
ist aber so schnell, dass ich ihn nicht einfach so kriege wie den Christoph. Also Christoph Kaiser, nicht Brengard. Clear. Er verteidigt sich aber deutlich härter. Ist halt nicht mehr Rennmitte. Ich bin nicht so krass viel schneller, sondern ein bisschen schneller. Und da lohnt sich natürlich mehr zu fighten. Ich habe Zeit, den Lewis Silver hole ich wahrscheinlich eh nicht ein, es sei denn, der macht einen Fehler. Da ist die Aussicht gerade P3. Ich wollte ein bisschen was andeuten, aber es hat scheinbar noch nicht so wirklich einen Effekt gehabt. Right side. Still there. Clear. Alter, wie der da aber zuzieht. YouTube-würdig, absolut. Trotz Startkollision und dummen Fehler von mir. Two more, let's go. Und der Brengard fährt nochmal eine 33,7. Ja, der mit seinem 7,5 KI-Rating, der beherrscht das Fahrzeug halt richtig gut. Aber trotzdem, ich bin nur 9 Zehntel weg mit meiner PB. Und ich glaube sogar, dass ich hier durchaus noch einen Ticken mehr rausholen könnte. Nein, hier schon. Also ich habe halt die letzte Schikane leider versemmelt da. Vielen Dank an den lieben Michael. White flag this time.
Don't talk to me in the middle of a corner. War eigentlich Raikkonen, aber klang vielleicht ein bisschen nach Alonso. Schon. Ich glaube, diesmal komme ich vorbei. Right side. Stay on the left. Clear on the right. Der blockt halt sehr gut ab. Die erste Kurve super weit innen an. Das irritiert mich voll. Krass verteidigt. Respekt. Wow. Krass. Alter. Puh, Alter. GG. GG, Alter. Ach du Schreck, ey. Boah. Wie genial war das denn? Same. Boah, das, also ich muss ehrlich zugeben, manchmal war ich schon leicht verärgert darüber, wie zum Beispiel er sich hier super lange außen gehalten hat. Er hat mir im Prinzip ja keine Chance gegeben und hier hätte er mir einfach den Platz ausgehen lassen, wenn ich weiter links geblieben wäre. Insofern gab es leider keine richtig klare Chance, hier richtig zu überholen. Er hat das halt super gut gemacht, muss man halt einfach sagen. Aber das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Ein Dummy hätte geholfen? Was meinst du mit dem Dummy? Oh boy, das war geil. Ich hätte so gern das Podium noch geholt. Ja, schaut mal hier in der letzten Runde. Ich bin zwar vorne, aber er hat halt das Momentum auf seiner Seite. Da habe ich keine Chance. Und ja gut, hier, da sieht man es halt. Da hat er mich ganz leicht gestreift. Also er lässt mir halt hier den Platz komplett ausgehen. Aber das ist halt das große Problem. Ich bin hier außen und hier wäre ich regulär innen. Aber dadurch, dass er das halt wirklich so gut macht und dass er hier vorne ist, kann er mir hier komplett den Weg abschneiden. Und das ist halt krass. Also das ist echt heftig. Richtig, richtig gut gemacht. Jo, Start schauen wir uns sofort an. Ich muss sagen, ich bin super irritiert, dass ich keinen Schaden davon getragen habe beim Start. Zumindest keinen so krassen Schaden, dass ich davon große Pace-Einbußen habe. Oder hatte. Weil wenn man sich das anschaut, 34,6 und das bei 33 Grad ist natürlich echt enorm. Okay, gucken wir mal. Habe ich da vielleicht zu stark zugezogen? Müsste er jetzt sein. Ja, nee, das ist zu 100% abgeschossen. Also, das ist halt, nee, also, da kannst du einfach kurz auf die Bremse, da musst du kurz auf die Bremse treten, weil ganz ehrlich, er hat mich einfach abgeschossen.
Ja, das ist halt, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich halt wirklich nicht. Aber ja, danach hat er es ja auch geschrieben, der Christoph. Er hat es auch geschrieben, gutes Comeback. Und im Prinzip war es ja auch ein gutes Comeback. Und es hat Spaß gemacht. Ich glaube, es hat jedem Spaß gemacht. Auf YouTube alle einen dicken Daumen nach oben raushauen. Für so ein geiles Rennen. Man schaut mal, er hier zum Beispiel lässt halt hier locker. Und ich bin auch eher jemand, der hier tendenziell ein bisschen eher locker lässt. Und schaut mal, das ist halt so das Ding. Ich lasse ihm hier halt auch den Platz, ne? Weil du hast halt immer Angst vor der Kollision. Aber das konnte ich halt gegen den anderen Typen nicht machen. Geil. Ja, auf YouTube wird es dann auch nochmal die Sicht aus einer TV-Cam geben. Okay, und dann kann ich mir nochmal anschauen, wie ich mich gedreht habe, weil... Ja, schaut mal, das ist halt so die Situation gewesen. Da gehst du einfach auf die Bremse. Punkt. Wenn du so nah, so dicht auffährst... Keine Chance, lass es lieber sein. Dann hatte ich Glück, weil da kamen zwei Leute aus der Box, dass ich nicht mit denen in Kontakt geraten bin. Aber ich verstehe das nicht, weil ich bin, glaube ich, kein einziges Mal bis jetzt beim Kurveneingang so ein Übersteuern, außer hier. Hatte ich doch Schaden am Auto? Bin ich auf dem... Nee, das ist passiert schon vorm Curb. Keine Ahnung. War aber krass. Und das Geilste an diesem Rennen, dessen Wiederholung wir jetzt speichern, also wie gesagt, auf YouTube wird es dann noch die schicke Replay-Sicht geben. Hat jemand übrigens das neue GT-Sport-Video gesehen? Wie war da die Einarbeitung des Replays? Weil das ist ja im Replay nicht ganz 16:9, sondern es ist 21:9. Und da habe ich so ein bisschen, als wäre es halt der Rückspiegel, eingebaut. Okay, Bumble fand das super. Oh Gott, Formel Renault 3.5 fahre ich jetzt sicher nicht mit so super wenig Vorbereitungszeit. 1.34.6 als PB, das ist gut. 2002 i-Rating. Da bin ich happy. Safety Rating ist exakt identisch geblieben. Mit 5 Incidents? Echt? Okay, das ist krass. Ja, aber der Paulo Silva... super schnell gefahren. Ja, GG. Ja, krasses Ding. Das hat Laune gemacht. Das hat echt Laune gemacht. Eieiei.